Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei der Hof Bergmann. Es geht weiter mit der Schweizer Fraktion, dem Dommer und dem Steini und dem Füsi natürlich. Hallo. Hallo. Dino war gerade ganz lustig. Ja, das ist direkt die Strafe, die du auf deinen Nacken kriegst. Was machst denn du eigentlich? Weil ich habe irgendwie gerade Lex. Füsi? Noch gar nichts, wieso? Weil du gerade so gemacht hast. Ja, ich habe was vergessen zu machen. So, dann fahren wir mal unsere Butterfässer. Jede Butter braucht den Butter, Junge. Wie sahen wir eigentlich den Verkehr aus? Mach da mal ein bisschen Verkehr an. Ich weiß jetzt, warum der Käse nicht funktioniert. Warum? Du hast die Mikrobakterien da nicht reingekippt, damit der gärt und so. Der Käse funktioniert. Wenn du nur deine Fettgriffe nicht da drauf gemacht hättest, bevor der fertig ist, dann wäre das auch gegangen. Glaube ich nicht. Na doch. Nein. Das war zu 100% der Grund. 100% nicht. Der Greenscreen geht heute auch beschissen, ey, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Es ist immer sonntags, ey, ich verstehe das einfach nicht. Ah, muss ich doch das ist machen. Oh, das schönste T-Shirt der Welt. Oh. Was denn, hast du eins von Kellogg's an? Nee, von Get On My Level. Du hast anderes Misch wie meins an und sagst, das ist das Schönste der Welt? Du hast Team Biceps? Du hast kein Team Biceps Misch an? Ja, hast du mir nie was zugeschickt. Ich wollte immer noch auf Trägst du Cappies? Ich ja, aber nur die Basecaps. Also die mit dem gebogenen Schild? Nee, die anderen. Die mit dem geraden Schild? Ja. Das sind keine Basecaps. Basecaps sind die mit dem gebogenen. Was waren Basecaps? Was war, wie heißen die nochmal? Einfach nur Caps halt irgendwie, keine Ahnung. Ja, irgendwie sowas, ja. Okay. Die, ja, die trage ich, ja. Echt? Davon habe ich 3 Stück. Aber ganz selten trage ich die, also. Also, geschickt jetzt meine zu und die musst du dann immer aufsetzen. Ja, kommt drauf an, ne? Jetzt bin ich gespannt, auf was denn? Ja, was da drauf steht, wenn da jetzt nachher so drauf steht. Da ist das Bizeps, da ist das King Bizeps Logo drauf. Das King Bizeps, dann nehme ich das. Also das Team Bizeps, das Bizeps Logo, Mann, einfach nur das also, Logo, mein Logo, verdammte Scheiße. Nur da ist, nicht die Mischung aus King und Biceps, Alter. Nee, da gibt's ja nichts. Ja, dann setz dich mal hin und werf mal was, Alter, was ist denn das hier für eine... Mach ich das, tu das in meinen Shop und dann, gut. Ja, würde ich dir sogar gönnen, Tino, ich bin ein Gönner. Ja, ich voll okay. Bin auch ein Gönner, ich würde dir sogar was abgeben dann. Hä? Was? Gib doch ab. Was? Gib doch ab. Ich sag, ich würde dir dann sogar was abgeben. Ach so. Oh, lol. Aber toll. Ja. So ein Gönner bin ich. Wow. Was machst du da? Alter. Mit was für ein Spitze fährt der denn Beruf? Nein, du musst ja Geld verdienen, oder? Ja. So, das stimmt, einer muss Geld verdienen. Und Geld kommt. Der ballert hier die Dings durch, Alter, die Aufträge. Ja, aber das ist gut, jetzt können wir uns gleich den großen Striegel kaufen. Wenn ihr das brauchen wollt. Brauchen wir nicht, aber egal. Warum brauchen wir den jetzt wieder nicht? Ja, wir haben ja den kleinen, das reicht ja. Wir haben einen Striegel? Ja. Na, wieso sollte ich da gerade einen Striegel kaufen? Es ging um den Heuwender und nicht um den Striegel. Und ich weiß, warum es geht. Bin ich jetzt verwirrt oder ist ein Striegel ein... Ach, in... ich meine nicht den Striegel, ich meine den... Wie heißen die denn? Die heißen Wender, ja, ist schon klar, aber... Wetterer? Zetterer, genau, ja. Um den Zetterer ging's. Boah, jetzt war mir das Wort entfallen. Du weißt, warum uns jede Stunde Geld abgezogen wird? Warum? Ja, Fahrzeuge, Miete. Was haben wir gemietet? Ja, die Sämaschine und so für die Rüben und so, oder nicht? Warum? Ist die noch nicht zurück? Du hattest damit gearbeitet. Nee, wir haben keine gemieteten Fahrzeuge. Na, dann war's doch nicht, deswegen.
So, mach jetzt auch mal ein bisschen Geld, ne? Auch uns jetzt reicht. Aber nicht, dass gleich euer Schlüppi brennt, ne? Oh mein Gott! Ich bin komplett nass, wenn ich das Geld sehe hier. Oh. Kommt das Geld irgendwann noch oder laberst du eigentlich nur? Ja, ich muss noch eben dahin fahren, warte mal. Was dich so spannend, tu einfach das Geld hier aufs Konto. Ja, ich mach gleich, ich mach einen zweiten hoch und dann überweise ich dir was. Hast du jetzt mal den scheiß Pferdestall verkauft für unsere 400k, Alter? Nein. Warum machst du das dann nicht? Warum? Ja. Ihr könnt mir mal Fässer reintragen helfen. Ach, sicher. Nicht du. Oh, was ist denn hier los? Backen hier ein bisschen in den Boden. Dann stemmen wir es hier hin. Heute kommt mein Bruder. Echt? Post mal ein Bild mit deinem Bruder zusammen. Ich will mal sehen, wie der aussieht. Können wir gerne machen. Wie alt ist der? 27. Oh. Der ist ja gar nicht. Seid ihr gar nicht so weit auseinander? Und ist er wenigstens ein bisschen reifer in der Birne oder ist er auch so? Was ist denn da dran lustig? Ja, gar nichts, deswegen. Schweizer. Da dran schon wieder lustig. Fahr da wenigstens hier vor jetzt, verdammte Axt nochmal. Ich will hier arbeiten, ne? So, Raiffeisen, ich hab hier Ware für euch. Yay, Freezy, hast doch was gelernt. Haben wir alle Spanngurt? Nee, ey. Du bist der Beste, misch ab, Geld kommt. Nur für dich, das Beste auf der Welt. Yay, Raiffeisen for the win. Oh ja, ich denk mal, oh ja, da werden wir uns gleich Felder kaufen können. Oh, das wird heftig. Das wird heftig. Scheiße, Alter, was hast du verkauft? Deine Seele? Oh ja, ganz heftige Nummer für sie. Ganz heftig. Ich bin noch nicht fertig. Das hört ja ganz scharf. Ja, sag ich dir. Scheiße, Leute. Bestellt Frauen und Champagner. die Milch muss hier in das große Fass erst. Hast du die da jetzt rein? Hast du die hier reingekriegt? Ja. Hier direkt rein? Ja. Die Kanne? Ja. Oh, okay. Warte mal bitte, Bestellt Energy. Siehst du, wie viel da drin ist? Nee, ne? Ja, das okay. Geld hat... Das. Ich hab mit mehr Geld gerechnet, tut mir leid. Tausender! Ja geil, Alter! Coole Scheiße, da können wir ja wenigstens mal ein Gerät voll tanken. Unglaublich. So, dann ist das hier nur ein Lagertank. Wusste ich nicht, dass man die direkt reintun kann, aber das ist ja in Ordnung, wenn das geht. So, dann nehme ich diese zwei wunderschönen Käse hier mit. Dann ist mal ansatzweise mein Verbrauch gedeckt. So, die anderen werden ja leider wahrscheinlich nicht fertig. Das ist die Frage, verkauft er die trotzdem, wenn die nicht ganz fertig sind? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich lass sie mal da liegen, vielleicht werden sie noch fertig. Ach Mann, ey. Ich dachte, wir wären reich. Leider nicht. Boah. Manchmal kriegst du auch so eine richtige Teleportklatsche hier. Klasse. So, auf zum Hofladen. Hoi. Das war mal Scotty beamig hoch gerade, ey. Ja, noch keine große Klappe haben. Gamescom ist ja noch ein Stück hin. So. Ich hab Domme da, zu zweit machen wir dich alle, Alter. Bestimmt, der eine ersticht mich und der andere, also mit seinem Körper. Und der andere, was macht der eigentlich? Also du für sie.
bounce dich weg, Junge. Bam, Body Slam. Boah, Freezy. Ah. Mhm. Deine letzten Worte werden sein: Es tut mir leid, dass ich immer so frech zu dir war. Ich hab dich im Grunde geliebt. Meine letzten Worte werden sein: Ich bin dein Vater. Nein, Freezy, die letzten Worte von dir würden dann heißen: Es tut mir leid, dass ich immer zu spät gekommen bin. Warum denn immer nur ich? Freezy kommt doch auch mal zu spät. Was? Hey? Was? Dann wollt ihr mir sagen, der kommt nie zu spät? Auf jeden Fall nicht so viel zu spät, wenn dann. Wow. Ihr seid wie meine Frau, ey. So. Das Wettbüro ist ja nicht umsonst entstanden, oder? Irgendwie leckt's gerade, kann das sein? Habt ihr das auch? Nein. Nein. Okay. Das ist, weil du mit der Butter da rummachst. Was habt ihr noch gekauft, wenn ich mal fragen darf? Weil wir haben ja wieder 8.000 verloren. Oder 6.000? 6.000, das war zweimal flüssig Dünner. Ah ja. Es kann schon sein, dass das hier mit der Butter ein bisschen laggy ist, ey. Muss ich jetzt echt mal zugeben. Aber ich trage gerade das letzte Fass rein. So, Butter und Käse sind im Verkaufsraum, Baby. Heute, 18, 19 Uhr, weißt du Bescheid? Ziehst du deine Bluse mal auf? Aus? Strafst mal hinten den Büstenhalter noch ein bisschen, dass wenn die Kunden kommen, hier mal ein bisschen Trinkgeld geben. Verstehst du? Sonst zieh ich mal an deinem Zopf. Und zwar von hinten. Alte Sauer. So, gut. Gucken wir gleich nochmal nach Eiern. Oh, wieder ein Kartönchen fertig. Ich würde sagen, in den Hofladen tragen. Oh yeah, Leute. In 296 Stunden bekommen wir eine neue Kuh. Läuft. Geil. Stell mir die Zeit runter, das geht mir zu schnell. Willkommen im Hof. Ja, willkommen im Hofladen. Willkommen im Hofladen. Willkommen im Hofladen. Bla bla. Aber dafür hat der Kuhstall schon 66 Liter Milch gemacht. Bam. Willkommen im Hof. Nein, der zeigt immer nur die aktuelle Kanne an. Willkommen. Für Sie? So. Es kann sein, dass da schon volle Kannen stehen. Nee, der Kuhstall produziert keine Kannen. Ach, dann ist es die Insgesamtmenge beim Kuhstall? Also ja, ja weil die Weiden produzieren direkt den Kannen. Schon wieder? Das war ich diesmal nicht. Das war ich. Ah ja. So, jetzt wollte ich aber mal eben kurz was nachschauen. Weil diese Map bietet ja wieder etwas, woran ich sehr, sehr viel Spaß habe. Und da will ich jetzt mal schauen gehen, ob wir das nicht mal langsam in Betrieb hier nehmen, ne? Was willst du machen? Ja, die Gewächshäuser, Bitch! Oh, das war meine Idee, du Penner! Ja, aber das mache ich schon seit 15er immer bei uns. Komm, ich helfe dir, ich bin ja nämlich jetzt fertig hier mit der Butter. Ja, okay. Aber wir müssen das erst kaufen, sehe ich gerade. Oh, scheiße. Ach so, was kostet das Land? Sag an. Weil vielleicht können wir ja auch einen kleinen Credit aufnehmen dafür. 55.000 nur. Oh, der kriegt man vielleicht sogar ohnehin. Haben wir noch was zum Verkaufen? Bin gleich fertig ja, mit dem Auftrag. Ja, lohnt sich nicht momentan. Wer lohnt sich nicht? Der Verkauf von dem Getreide und den Sonnenblumen, das wir haben. Haben wir was eingelagert? Ja. Sonnenblumen und Weizen. Jetzt sich nur die Frage, wir na wieso aber Sonnenblumen, bringen, oder? Gut, Sonnenblumen ist gerade fallend, aber 1400 ist ja kein schlechter Preis. Ja, oder, fallend. Ja, ja, fallend ist klar, aber von wo kommend? Müssen wir hier Mist hinbringen oder was müssen wir hier hinbringen? Ja. Gewächshäuser, ja, die brauchen einiges. Mist und Wasser. Mist und Wasser, ja. Okay. Also kannst du die eh noch nicht betreiben? Kannst du noch nicht in Betrieb nehmen? Nee, du kannst sie aufmachen, du musst das reinschaffen, aber das geht erst, wenn du es gekauft hast. Ja. Aber es sind auf jeden Fall einige und die bringen gutes Geld. Ja, aber dann müssen wir eh warten. Okay. Warten? Ja, bis wir Mist haben. Die Kühe müssen noch Mist produzieren jetzt. Ja, aber nicht gleich. 98 Liter massenweise. Haben wir. Und bei 4 Kühen wird das ein bisschen dauern, ne? Ja, dann laden wir die von der Kuhweide unten auf und schaffen die in den Stall.
Ja, aber dann kriegen wir weniger Milch wieder. Produzieren wir warten doch einfach einen Moment. Ja, wie lang soll der Moment sein mit 4 Kühen? Oder wir kaufen nochmal Kühe. Ja, dann fehlen wieder die 55.000. Ja gut, wir müssen eh erst Mist dran schaffen und so. Ja, aber dafür haben wir mehr Milch. Und ich denke, sobald wir da ernten können und wir Schweinefutter verkaufen, bekommen wir ziemlich gut Geld. Also sollten wir jetzt in Kühe investieren, dann haben wir Mist. Und wenn wir dann nachher das Schweinefutter produziert haben und verkauft haben, bekommen wir richtig gut Geld und davon kaufen wir uns dann hier da oben das Gewerbe und dann. Meiner Meinung nach können wir auch. Wie viel Mischfutter haben wir? Habe ich schon versucht zu verkaufen, hat 1000 gegeben, lass sein. Ach, das waren gerade der Tausender? Ja, und das waren 12.000 Liter Mischration. Da bist du doch. Warte mal ganz kurz. Ich hab's bei der Raiffeisen verkauft. Der Preis war zwar sinkend, aber war immer noch höher als beim Viehhändler. Welches Symbol ist das? Das ist. Mit den zwei Sternchen? Ja, genau. Oben und unten ein Sternchen, ja. Wie sieht denn das Kompost-Symbol aus? Können ja auch Kompost herstellen. Ja, könnte man zum Beispiel dann aus dem Stroh vom nächsten Feld. Ja. Wisst ihr alle, wo Kompost ist? Oh, 5000 jo. Butter gerade, Alter. Das rabbelt richtig, der Preis steigend. 4400 der Käse. Alter, das gibt richtig Money. Gut, wir sind aber erstmal fertig, meine lieben Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da, schaut bei Füßi vorbei und ja, schreibt gerne weiter in die Kommentare, was wir Schönes machen sollen noch, was ihr gerne als nächstes sehen wollt. Aber ich denke, wir kriegen hier nach und nach eigentlich ganz stabil alles zum Laufen. Soll ja auch nicht nur mal kurz laufen, sondern eben stabil laufen. Warum läuft die Buttermaschine? Gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.